heute werde ich einen kleinen Quick Design Refresh mit der Seite GWiki durchführen und innerhalb von nur 4 Schritten die Usability der Seite verbessern, ohne inhaltlich oder strukturell ranzugehen. Und der erste Schritt ist, dass ich die Schrift verändere, sowie auch die Farben ganz leicht anpasse und ein paar Elemente lösche. Ganz oft wird der Fehler gemacht, mit zu vielen Schriftgrößen zu arbeiten. Ich setze eher auf die Schriftstärken, um eine Hierarchie zu erstellen, und auch auf die Farben. Da sollte man sich auf 2 bis 3 beschränken und auch keine zu leichte Schrift verwenden, da sonst die Lesbarkeit drunter leiden kann. Für den Primary Content eher dunkle Farben benutzen, für den Secondary Content hellere und so weiter, um wirklich so eine Hierarchie zu schaffen. Nun kommen wir zum zweiten Schritt. Und zwar habe ich jetzt erst einmal alle Rahmen und Linien gelöscht. Man braucht nicht unbedingt Linien und Rahmen, um Sachen zu unterteilen. Oft wirken dadurch die Designs zu überladen und man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Man sollte viel lieber mit Farbflächen arbeiten, zum Beispiel ganz leicht hinterlegte Farben oder mit Schatten, dass es ein Boxing gibt und einen Schatten drumherum. Oder die dritte Variante wäre, einfach wirklich mit dem Spacing zu arbeiten, Sachen auseinanderzuziehen, dem Ganzen auch Freiraum zu geben, um wirklich eine Struktur zu schaffen. In dem Schritt habe ich auch nochmal die Farbe leicht angepasst, das Hellblau im Hintergrund etwas leichter gemacht, um den Kontrast zwischen dem Text und dem Hintergrund zu erhöhen. Hier habe ich auch das Logo durch den einfachen Schriftzug ausgetauscht, weil es einfach veraltet war. Und die Icons ausgetauscht. Da gibt es wirklich viele kostenfreie Tools im Web zur Verfügung, die wirklich einen frischeren Look haben. Hier sollte man wirklich nur darauf achten, dass es ein einheitlicher Look der Icons ist und nichts Gemischtes. Nun sind wir auch schon beim dritten Schritt. Und zwar habe ich hier einfach noch das Spacing verändert, habe den einzelnen Gruppenelementen mehr Freiraum gegeben und unten bei den Flächen farbige Linien und auch beim Menü hinzugefügt, um wirklich nochmal einzelne Teile hervorzuheben und wirklich das Design aufzuwerten. In dem vierten Schritt habe ich jetzt zum Teil Schatten hinzugefügt, um einzelne Gruppen nochmal etwas herausstechen zu lassen, sowie auch Icons, um wirklich nochmal das Design noch mehr aufzuwerten als vorher. In dem Schritt habe ich auch Button hinzugefügt, also Call to Actions für einzelne Bereiche, um wirklich nochmal den Link hervorzuheben. Hier ist besonders auf die Farbe zu achten, weil eine Farbe kann auch eine Bedeutung haben. Habe ich zum Beispiel einen grünen Button, ist das eher ein Akzeptieren. Benutze ich ein Rot für einen Button, ist das beispielsweise ein Löschen-Button. Und ich kann aber auch mit verschiedenen Buttonstärken arbeiten. Ein Primary-Button beispielsweise hat einen hohen Kontrast, ist wirklich sehr prominent im Vordergrund. Ein Secondary-Button ist eher etwas kontrastarmer. Und dann gibt es noch die dritte Ebene der Buttons, das sind dann die Links. Das sind dann eventuell nur Texte, die wirklich unterstrichen sind. Und schon habe ich aus dem wirklich veralteten Design vorher etwas Neueres, Frischeres gemacht, ohne wirklich einen riesen Aufwand zu betreiben. Natürlich kann man hier noch viel, viel weiterentwickeln, gerade auch konzeptionell. Aber mithilfe wirklich von Spacing, der Farbe, der Schriftart, der Schriftstärke, kann man wirklich viel bewirken. Und das ist nicht zu unterschätzen, was das auch für die Usability ausmacht. Deswegen einfach ein paar Schritte befolgen und es ist wirklich ein immenser Unterschied.